Direktvermarktung kommt nicht ohne Kassensysteme aus. Diese Systeme sollen am besten Zeit und Arbeit sparen. Also das ist unser Quickbon Registrierkasse. Wir sehen das einfach immer öfter. Die Leute haben eh schon so viele Probleme im Betrieb, so viele Sorgen. Ich muss mich um so viel kümmern. Ich will mich nicht um die Registrierkasse jetzt selber nur mehr kümmern. Ja. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir versuchen wirklich die allereinfachste Registrierkasse zu schaffen, die wir uns vorstellen können. Wir haben auch viele Kunden, die jetzt zum Beispiel Dienstleister sind und die Kasse in der zum Beispiel mobile Friseurinnen oder Friseure, die Kasse einfach mit haben. Das heißt, die nimmt die einfach aus der Tasche raus, kassiere schnell, tue es schon wieder weg. Also ich muss da wirklich ansonsten nichts denken. Wenn ich es am nächsten Tag brauche, nehme ich es am nächsten Tag wieder raus und verkaufe weiter. Ich muss auch keinen Tag abschließen. Also wir haben da wirklich geschaut, was wir dem Kunden abnehmen können an Arbeit, das nehmen wir ihm ab. Das ist uns wichtig. Und so einfach funktioniert Quickbon. Also ich zeige euch jetzt einfach mal noch ganz kurz den Verkauf mit der Quickbon-Kasse. Im Endeffekt ist das ganz einfach. Ich habe da meine Verkaufsoberfläche und meine Produkte, die was ich da bereits schon angelegt habe. Und mit einem einmaligen Tippen auf die Produkte wähle ich die Produkte aus. Ich habe da oben meinen Warenkorb und da zeigt es mir einfach immer den Preis an. Und sobald ich auf das Häkchen tippe, druckt es den Bon aus und den Bon kann ich dann eben den Kunden übergeben. Welche Möglichkeit, dass ich dann außerdem noch habe, ich kann sagen, dass ich einen gewichtsabhängigen Preis einstelle. Das heißt, ich tippe beispielsweise auf die Birnen, sage, ich habe verkauft 1,5 Kilogramm Birnen und errechne mir automatisch einen Kilopreis auf und kann dann nachher wieder den Beleg für den Kunden drucken. Wodurch unterscheidet sich Quickbon von anderen Kassensystemen? Wir brauchen keine Internetverbindung. Ja, das heißt, ich kann die Kasse nehmen, genauso wie es da jetzt ist, nehmen wir vielleicht eine kleinere Variante, wenn ich genau weiß, ich muss die jetzt, oder ich habe 2 Tage in der Woche an den Markt, und dann nehme ich die einfach mit, packe zusammen, stöße dort auf und verkaufe weiter. Also ich brauche weder ein WLAN, nur Internet, nur eine Stromversorgung, wenn ich es nicht habe.